Was? So schlimm kann's nicht sein. Also, Sie erzählen es mir jetzt doch, oder? Sie unterdrücken und verdrehen Ihre eigenen Erinnerungen seit... Ihr Vater war nicht der, an den Sie sich erinnern. Irgendwann, als Sie noch klein waren, wurde er obsessiv. Er fühlte sich verloren. Er fing an zu trinken. War es laut? Rave Party. Lass es dir schmecken, Ordnung, aber pass auf. Alkohol ist nicht gut. Ist aber keine schöne Geschichte. Aber warum habe ich das getan? Jenny! Viele ältere Brüder sind eifersüchtig auf ihre Geschwister. Das ist normal. Das hätte sich gelegt. Das war alles meine Schuld. Nein, war es nicht. Das Bild hätte ich nicht... Es wäre genauso passiert. Früher oder später hätte ihr Dad es herausgefunden. Und statt einem Unfall wäre es dann eben eine Ohrfeige, ein Schlag, ein Stoß oder ein Messer gewesen. Und was soll mir das jetzt bringen? Sie schleppen seit Jahren diese Schuld mit sich herum. Sie haben sich in einem Gefängnis aus falschen Erinnerungen verkrochen. Vor sich selbst, vor allem. Und das nagt an ihnen. Aber sie müssen damit abschließen. Ich hab gar nichts gedrückt! Ja, ich muss wieder atmen. Ich musste lange nicht mehr atmen. Deswegen bin ich nicht mehr so gut da drin. Ich laufe komisch. Zweimal rechts. Links, rechts, rechts, links. Ich laufe komisch. Du willst dich aber... Hä? Ich dachte, er wollte zum Boxsack. Wenn du dich da rausstürzt, bring dich um. B. Errungenschaft freigeschaltet 4.
Was ist eigentlich mit deinem Typen da? Da müssen wir doch auch noch uns drum kümmern, oder nicht? Der Lou, oder wie er heißt. Oh, nicht heute. Ich bin Psychiaterin, ich gucke immer auf mein Handy. Wer weiß, ob was Schlimmes ist. Können wir bitte reden? Ja, klar können wir reden. Wer weiß, wer das ist, wenn es der Lubu ist? Dann können wir auch einfach weg. Ach, Ed. Sie sind die treueste Seele, die ich je getroffen habe. Doktor? Ich bin's, Sheriff Reyes. Buster Flanagan ging mit den Händen in den Hosentaschen den Blick auf das Pflaster gesenkt, immer auf der Suche nach einem Stein, über den er stolpern konnte. Doktor, entschuldigen Sie die späte Störung, aber... Haben Sie versucht, mir zu schreiben? Ich habe Ihnen von unterwegs ein paar Nachrichten geschickt, aber... Ah, Sie waren das. Geht's Ihnen gut, Sheriff? Es ist spät, ich weiß. Wir haben bis gerade Esther Franklin gesucht. Sind Sie fündig geworden? Noch besteht Hoffnung. Das von heute früh tut mir leid. Ich will ja nicht, dass Sie Ihre Laufbahn aufs Spiel setzen, aber... Ich wüsste gern, was Sie über Miller herausgefunden haben. Helfen wir uns doch gegenseitig, die Wahrheit über Miller herauszufinden. Ich muss Esther Franklin finden. Ich wüsste wirklich gern, was Sie über Ed Miller herausgefunden haben. Es gibt einen echt schönen Aussichtspunkt in der Nähe. Wir könnten die Sache bereden. Vergiss dein Handy nicht! Ich kann Ihnen sagen, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Die Waffe, die Flasche, seine Beziehung zu den Franklins, die ganze absurde Story mit den... Hey, ich muss beide Seiten spielen, klar. Ich mache eine Love Story draus. Nase und Ohren wachsen, genau. Nee, Ohren doch generell, nicht nur die Ohrläppchen. War doch auch hier. Also. Wie gesagt, es gibt dazu viele alles. Anzeichen. Ich sage ja nicht, dass es war, aber es fällt mir schwer, das anders zu sehen, verstehen Sie? Meinen Sie nicht, Doktor? Genau sowas ist in meinem Lieblingsfilm. Die weißen Ringe stehen für die Dicke des Baumes zum Zeitpunkt verschiedener Ereignisse. Ich bin nicht gerade ein Filmkenner. Sowas ist halt so krass, ne? Ist halt so krass. Was so ein Baum alles mitmacht, ne? Unglaublich, dass der Baum hier Wurzeln geschlagen hat. Dass er hier starb. Und dass wir nur... etwa so lange hier sind. Hallo, ich will noch weiter runter, da war doch noch was. Hallo? Ich wurde etwa da geboren. Sie? Ganz ähnlich. 16. Was haben Sie an dem Tag gemacht? Wissen Sie das noch? Klar. Ich bin um 6.30 Uhr aufgewacht, wie jeden Tag, hab beim Rasieren das Radio angemacht und die zweite Maschine schlug gerade ein. Ich weiß noch, dass ich in den Spiegel schaute und mich nicht mehr erkannt habe. Weder mein Gesicht, noch meine Hände, noch meine... gar nichts. Ich hatte in den Wochen danach Patienten, die ähnliche Symptome hatten. Hier, nein, ein Jahr später. Ich war bei einer Demo. Die Polizei stürmte los. Ich fiel hin. Oh,
L.A., ja? Haben Sie sie überrannt? 3 Knie-OPs. Was haben Sie denn damals so gemacht? Keine Ahnung. Tagsüber Streife fahren, um was zu verdienen. Nachts büffeln, um Sheriff zu werden. Wir flirten schon ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich weiß nicht, ob ich da Fan von bin. Kann ich nur... Ach, da hinten. Schade, dass Bäume nicht reden können. Einerseits ja, andererseits... Was Sie uns so alles erzählen würden. 2016. Da bin ich Sheriff geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. 2016. Ah ja, richtig. Ich wusste auch nicht, worauf ich mich einlasse. Sind Sie auch Sheriff geworden? Ich habe mich verliebt. Ah, Mist. Natürlich. Es tut mir leid. Ich muss hartnäckig bleiben. Ich weiß, dass Miller was verbirgt. Er lügt. Um zu lügen, muss man sich der Lüge auch bewusst sein. Sehr schön. Aber Miller weiß genau, was er da macht. Er hat Probleme, sich an gewisse Dinge zu erinnern. Aber Sie erinnern sich daran. Verstehe ich nicht. Sie haben was zu verbergen. Sie sind nicht neutral, was Ed angeht. Erzählen Sie mir bitte von Maddie Miller. Wie bitte? Über Ihr Verhältnis mit ihr. Anfang der 90er haben Sie mehr gemacht, als nur zu arbeiten und für den Sheriff-Stern zu büffeln. Ich bin ein Engel. Hat er die Miller gebüffelt. Sie haben kein Recht dazu, in meinem Leben herumzuschnüffeln. Ich habe es nie wem erzählt. Versprechen Sie mir, dass Sie mich nicht analysieren werden. Wie haben Sie das rausgerichtet durch Miller? Ich habe es niemandem erzählt. Vielleicht ist es Zeit, darüber zu reden. Wir waren als Kinder unzertrennlich. Ich habe mehr Zeit in deren Haus, das Sie schon kennen, als im eigenen verbracht. In der Highschool dachten alle, dass wir miteinander gehen. Dann ging sie in San Francisco zur Schule. Manchmal haben wir uns am Wochenende getroffen. Und dann kam sie in einem Sommer Arm in Arm mit John Miller zurück. Wir haben uns jahrelang nicht mehr gesehen. Ed war vielleicht 5 oder 6, als wir uns wieder begegneten und uns dann heimlich trafen. Ein Kaffee, ein Spaziergang, ein Dinner. Hotel. Später, als sie mit Jenny schwanger war, hat sie sich distanziert. Ich dachte, das Mädchen hilft ihrer Ehe und dachte, dass sie glücklich war. Bis gleich, war für stumm durch. Büller gemüffelt. Scheiß Glück. Du siehst wunderschön aus, die ist wunderschön. Wie geht's dir? Sie ist ein wunderschönes Mädchen. Nicht wahr? Ein wunderschönes Fass ohne Boden. Du verschlingst deine Mommy, bis nichts mehr übrig ist, was? Danke fürs Kommen nach all der Zeit. Wie geht es dir? Hab dich wirklich vermisst. Es muss nicht gleich romantisch sein. Ich wollte nicht, dass Jenny in einem kaputten Zuhause aufwächst. Oder Eddie. Ich wollte dir alles geben, was du brauchst. Alles, was du brauchst. Das will ich immer noch. Wir könnten auch eine Familie gründen.
Ich habe mich schuldig gefühlt. John hatte eine Chance verdient. Ich dachte, das Baby... Ich lag falsch. Trinkt er noch? War nicht? Er begräbt mich lebendig. Was hat er getan? Wenn er dir auch nur ein Haar gekrümmt hat. Ich glaube nicht, dass es sein Kind ist. Ich glaube, dass es Johns Kind ist. Ich bin ein Polizist. Ich halte mich an die Regeln. Zeig ihn an. Und ich kümmere mich um ein Kontaktverbot. Ich werde ihn verlassen. Ich sag's ihm nächste Woche. Sag ihm nichts. Nimm die Kinder, pack deine Sachen, schreib ihm eine Nachricht und geh. Ich muss es ihm sagen. Mm-mm. Ich kann ihm nicht einfach seinen Sohn wegnehmen, ohne wenigstens... Du nimmst ihn ja nicht weg, du bringst dich nur selbst erstmal in Sicherheit. Jenny ist von dir. Doch! Nimm sie. Hä? Ich dachte, die haben sich jetzt erst wieder getroffen. Hä? Naja, Mo, das wurde ja auch mehrmals gesagt, aber ich dachte halt einfach, dass es die Fehlinterpretation des Mannes war, ein blinder Wut. Sonst dürfte er sie doch nie halten. Ich glaube, der durfte schon ganz anderes halten, Mo, weißt du? Die gehört jetzt dir, pass auf sie auf, ich will sie nicht mehr. Siehst du? Sie hat deine Augen. Und er... Er ahnt nichts? Von Anfang an nicht. Da steht übrigens dein Sohn im Gebüsch, der gerade Foto von euch macht. Also ich weiß nicht, aber danach wird er es nicht mehr nur ahnen. Dann hat er sogar Beweisfotos. Sie hat da was in der Hand. Oh, nimmst du das? Vorsichtig. Lern erstmal schon mal gleich, wie man eine Dienstwaffe in der Hand hält. Das ist sehr vorbildlich. Alter, sag mal, jeden Finger einzeln. Da macht man liebevoll die Faust einfach auf. Ach, Eddie, der lässt überall was liegen. Woher willst du wissen, dass sie nicht... Von John ist? Du hast noch nie versucht, mit jemandem zu schlafen, der eine Flasche Whisky intus hat, oder? Also... Was rede ich da? Du bist ja schon nach einem halben Bier fertig. Kommt mit mir. Alle drei. Lass uns langsam machen. Ich kann das Sorgerecht nicht riskieren. Naja, Sorgerecht für die Jenny zu kriegen ist schwierig. Also als der John. Das John. War das letzte Mal, dass ich beide lebendig sah. Wir kommen zurück, werfe ich schon durch. Haben Sie die beiden gefunden? Ich wollte diesen verdammten Mistkerl umlegen, aber selbst das hat er mir genommen. Entschuldigung.
mit dem Kurt Cobain? Nein. Machen wir doch. Aber warte, stopp mal. Er erzählt gerade davon. Nein. Hä? Er erzählt doch gerade davon. Er kann gar, dem kann gar nichts passieren. Hä? Was ist Ihnen damals durch den Kopf gegangen? Warum haben Sie es dann doch nicht getan? Also ich weiß nicht, ob das die Narbe rechtfertigen würde. Also da müsste schon ein bisschen mehr übrig bleiben als nur so ein Ding, oder? Das könnte ich nur meiner Psychiaterin sagen. Danke. Durch den Kopf gegangen ist Kaliber 12. Und? Verstehen Sie es jetzt? John Miller war gefährlich. Sein Sohn ist es auch. Er hat den gleichen Blick. Aber da steckt auch Maddie drin. Ich mach mir Sorgen um sie. Ich mache mir eher Sorgen darum, was sie vielleicht anstellen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Ich bin nicht in Gefahr. Sein Blick beweist gar nichts. Ernsthaft? Nach dem, was Sie mir erzählt haben, mache ich mir eher Sorgen darum, was Sie vielleicht Ed antun. Ich bin Profi. Ich weiß, was ich tue. Ich auch. Ich bin auch Profi. Ich weiß, was ich sage. Ich wollte nur... Moment. Sie glauben ihm? Oh, was denn? Faye. Ja. Das Riesenrad da hinten. Nein. Sicher, dass Faye nicht der Fantasie eines Autors, eines Psychopathen entsprungen ist. Ich pfusche Ihnen nicht ins Handwerk, Sheriff. Pfuschen Sie mir nicht in meins. Im Rahmen meiner Arbeit habe ich jede Menge Psychopathen getroffen. Und glauben Sie mir, wenn ich jemanden kenne, dann richtig. Wenn es in dieser Geschichte einen Psychopathen gibt, ist das nicht Ed Miller. Sondern Claire. Faye ist ein wunderschöner Mann, das stimmt. Aber Faye war nicht wunderschön. Also optisch vielleicht, aber ich mochte sie nicht. Blöde Kuh. Die ist einfach an meinen Kühlschrank gegangen. Die einfach so und hat meine Flasche Wein aufgemacht. Einfach so, ohne zu fragen. Die hat mein Essen gegessen, ohne zu fragen. Die Wunde. Bei bestimmten Psychopathien ist Selbstverstümmelung die sanfteste Form von Gewalt. Bei anderen ist das nur das Vorspiel. Die Grenzen der Empathie. Julia Lomas. Was? Sie hat es wirklich selbst gemacht. Ist sie bescheuert? Das ist übrigens Faye. Chad guckt weg. Damit sie nicht laufen kann. Sie wollte, also sie hat für ihn lächeln, zu seinem Haus. Für ihn lächeln? Die ist creepy. Weil sie ihn stalkt. Und sie tut so, als ob sie umgeknickt wäre, als wäre es ein Unfall. Deswegen muss es so nah am Knöchel sein. Ja. Warum hast du keinen Krankenwagen gerufen, Faye? Wollte ich ja. Aber mein Akku war leer. Die ist aber nicht Jenny, oder? Sir, Abe? Ich bin da, also... Nemo, wenn dann schon richtig. Also Psychologiestudium, Psychologie wäre auch sowas. Aber ich will es nicht. Ich glaube, man verkorkst sich selbst so ein bisschen. Okay, Chat, Selfie, 1, 2, 3 oder 4? 1, 2, 3 oder 4?
Alles creepy, die ist nun mal creepy. Okay, 3, okay. Ich merke schon. Schlaf gut, Lörker, träumen wir Schönes. Träumen wir Schönes, solange dass du da warst. Wir sehen uns am Donnerstag. Der Profi-Sheriff hat beim sich im Kopf schießen mit der Schrotflinte daneben geschossen. Ja, der ist schon Profi, ne? Schlaf gut, Lörker. Tut mir leid, Doppeldeckerbus, aber da 3x3, ne? Tut mir leid, dann nehmen wir die 3. Schaut euch die arme Fay an, die versucht trotz der Schmerzen noch zu lächeln. Welches Monster hätte da kein Mitleid? Können wir nicht so nah sein? Das ist so unangenehm. Hätte Stift ein Smile auf den Fuß gemalt. Boah, warum machst du sowas? Auf Nummer sicher gehen? Oh, das ist. Ich sag euch. An alle, die beim ersten Mal nicht da waren letzte Woche, ja? Ich hab sie so gehasst. Es tut so gut gerade. Es tut so gut gerade. Oh, das sieht aber sehr schmerzhaft aus, Faye. Komm rein und ich kühle das mit etwas Eis. Das schon reicht, ich weiß nicht. Ja, wir müssen uns erstmal so einen richtig, richtig großen Metallpfosten oder so suchen. Und dann einfach mal durch den Knochen durch. Der Fuß ist noch nicht genug massiert. Es fühlt sich gut an, der Schmerz. Sie macht es direkt vor seinem Haus. Was ist denn falsch mit ihr? Episode nicht mitbekommen. Ich fühle den Empathieschmerz gerade im Knöchel. Das ist nicht so schlimm. Die hat es verdient. Ewig weit laufen mit dem Knöchel. Ja, aber ihre Schreie, die hört man doch bis nach Timbuktu. Und warum ist der Himmel rot? Ist Blutmond? Chat, holt die Waffen raus. Dass die vorige Episode nicht mitbekommen. Wow, du bist jetzt Werbebeauftragt. Noch aktiv gearbeitet zu haben. Also ich bin durch den Matsch gewartet mit einem gebrochenen Sprunggelenk und habe die Knochen wobbeln fühlen. Oh, war nicht schön. Ich habe die Katze erst gefüttert. Ich hatte Prioritäten, ja? Oh Gott, wie sie lächelt. Ist sie wirklich seine Schwester? Hat die ihren Bruder gebumst? Sein Esszimmer einprägen, seine Küche einprägen, sein Schlafzimmer einprägen, sein Büro einprägen. Bin ich einfach nur ein Stalker? Vor allem, ja. Oh, ich habe mein Handy nicht dabei. Das ist leer. Wie kann der nicht gemerkt haben, dass unser Handy gar nicht leer ist? Und er hört, ja, wäre nicht das erste Mal, dass dazu dieses Jahr was rauskam. Ich mache schöne Fotos. Mit ihr ist es. Schmerzen können so befriedigend sein und machen so schlimm keinen Ton. Die sind alle komplett kaputt. Warum siehst du mich denn so an, Mieze? Es ist deine Schuld, dass ich keine Decke kriege.
Ich krieg Vivi die Augen. Hallo, Aces. Ich spiele die Katze, ich würde auch gerne. Also, Chat, wir sind uns einig, wir wählen A, ja? Weil wir wissen, wir kommen nicht weiter sonst. Wir wählen A, richtig? Weil erwürgen, Hals durchschneiden, erdrücken, tötet. Schwanz gegen die Wand knallen müsste eine Katze überleben, oder? Hat er Skelett. Ja, du kommst genau richtig. Oder? Schwanz gegen die Wand knallen, überlebt auch der Mensch. Wie wär's mit ihrem Pferdeschwanz? Und dann einmal so... Warum wollen Spiele mich eigentlich immer dazu bringen, Katzenweh zu tun? Ist euch das mal aufgefallen? Noch nicht. Aber eines Tages, Mieze. Großer Unbekannter. Bist du da? Hast du schon was gegessen? Ich hab Hunger. Ich kann irgendwas online bestellen. Irgendwas? Das ist mein Lieblingsessen. Im Kühlschrank könnten sogar noch Reste sein. Reste? Ich liebe Reste. Ich schaue im Kühlschrank nach. Bestell bitte nichts. Wir haben der Katze aber bis zum Ende nichts angetan, oder? Der geht's gut, oder? Mach wenigstens den Ton aus, wenn du so tust, als ob dein Handy leer wäre, du dumme Pute. Oh. Das ist das Spiel, in dem wir Katzen... Wir haben die Katze nicht gequält. Ich habe die Katze bevorzugt, als ich ihn gespielt. Du dreckiges, kleines, mistiges, pissiges, dreckiges Ungetüm. Dafür sorgen, dass er liefert? Sexy für ihn aussehen. Fotos seiner Familie finden. Sein Schlafzimmer einbringen. Was? Sexy für ihn aussehen? Tabletten heraus? Was? Wenn wir uns nochmal schlagen. Ich sag doch. Die hat jetzt mehr an als davor. Die hat jetzt legit mehr an als davor. Tabletten rausnehmen? Was für Tabletten? Oh, wir mischen die in seinen Drink. Alter, ihr Arsch kommt durchs Ding. Ich sehe da Popo. Kein Katzenkatapult. Erfahrung nicht erfüllt. Ich will den ausnocken. Eine von 5 Sachen auf meiner Liste, damit er auch wirklich liefert. Was? Aber ich brauche eine sicherere Einsatzbasis. Ist das Viagra? Sie will einfach nur ein Kind von ihm? Hä? Ah. Ich finde sie jetzt zu sexy für uns. Es leuchtet blau. Ich glaube, es ist Viagra. Was ist denn das für ein Löffel? Wein. Da steht Herren drauf. Das ist nichts für dich. Sie sind unsere Rente. Und deswegen will sie Katzen töten? Psychotanten-Story. Also von ihr die Geschichte. Noch keine Ahnung.
Also bisher hat sie sich nur den Knöchel kaputt gehauen mit einem Stein, um hier aufzuschlagen. So mehr wissen wir noch nicht. Ist auch gar nicht komisch, dass wir hier hinlaufen. Und warum kannst du nicht zwei Sachen gleichzeitig tragen? Du hast zwei Hände. Oh Gott, ich muss jetzt ernsthaft den Löffel auch noch mitnehmen. Gute Nacht, Sascha. In 3 Stunden haben wir dann auch mal den Wein geöffnet. Will sie nicht übernehmen. Warte, aber das heißt, sie war gar nicht an meinem Essen. Na, dann ist ja alles okay. Dann war sie ja gar nicht an meinem Essen. Das ist doch gut. So. Kann ich jetzt Mischmasch machen? Komm, lass mich mal. Hab im Chemieunterricht voll gut aufgepasst, ja? Korkenzieher. Also jetzt wäre es nur praktisch, die Tabletten schon mal einzubröseln, oder? Also, was ich generell in nächster Zeit... Also Horror hatten wir in letzter Zeit nicht so viel, aber ich hätte wieder Lust drauf. Deswegen, es wird in nächster Zeit Horror geben. Wir spielen vor allem Story-Games. Wir spielen vieles. Es ist echt schwierig. Wir spielen kein Stealth. Sehr bedacht und sorgfältig. Dann hätte sie öfter zugeschlagen auf ihren Knöchel. Bis wann? Wir machen das jetzt noch fertig. Also die Szene. A Story About My Uncle. Nee, noch nicht gespielt, aber habe ich auf meiner Liste. So. Jetzt muss ich mir nur merken, wessen das ist, ne? Also wessen Glas welches ist. Leistungssteigerer. Eine RTX 3080. Dieser Wein ist köstlich, Faye. Und ich will's ja nicht beschreien, aber bei mir strömt jetzt das Blut in ein ganz bestimmtes Körperteil. Warum ist sie so? Okay, wir müssen noch Fotos finden, nicht wahr? Und Schlafzimmer. Aber Büro und Schlafzimmer, da müssen wir erstmal hochgehen für, nicht wahr? Oder kann ich das so nebenbei machen? Danke für den Follow. Wir sind Evil Code, Veronica und Landwirtschaftssimulator gespielt. Ich muss noch was erledigen. Ach so. Faye, bist du in der Küche? Sekunde, großer Unbekannter. Ich ziehe mich um. Oh Gott, lass die Katze in Ruhe. Wir gehen nicht mehr zur Katze. Jetzt verstehe ich auch, warum die Katze uns so gehasst hat. Also sie so gehasst hat, wir waren ja eher... Hier keine Bild? Ach so, da. Eddie. Na, danke schön für den Sub. Danke schön fürs Abonnieren. Vielen, vielen Dank. Danke schön. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Ein freiwilliger Chat. Danke schön. Vielen, vielen Dank. Ey, Ordnung. Emilio Salgari, der Sohn des Roten Kosaren. 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 Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew. Einer von uns, einer von uns. Warum hat sie alles 500 Mal gesagt?
Sehr erfreut, Mrs. Miller. Sie haben ja keine Ahnung, wie sehr mich das inspiriert, Sie in diesem billigen, nuttigen Outfit zu sehen. Mr. Miller, welchen Totengräber haben Sie erledigt, um an diesen Anzug zu kommen? Was ist mit ihr? Das sagt die Richtige. Da hast du recht. Warte, Schlafzug und Büro kann ich mir doch auch einprägen, wenn wir fertig sind mit dem, oder? Auf geht's. Loslegen. Endlich. Zeit wieder zu lächeln. Ihn abfühlen. Ihn verführen. Ihn... Meine Sachen holen. Verschwinden. Wenigstens hat sie Ziele im Leben. Wenigstens hat sie erreichbare Ziele im Leben, nicht wahr? Also... Da sieht jemand zufrieden aus. Du warst rum. Da freche ich da gerade was? Aha. Sagen wir einfach, dass ich mich so bedanke. Doch will sie, Dominik. Später, wenn sie dann mit dem Kind auf dem Arm auftaucht. Ein Trinkspruch? Oh Gott, Katze, geh! Wie hieß er nochmal? Er hatte irgendeinen ganz komischen Namen. Mein Lieblingsbuch fehlt. Der Sohn des roten Korsaren. Emilio Salgari, stimmt's? Wie ist er gestorben? Du magst Ed Miller? Zudem habe ich sogar eine Geschichte. Hm. Dirk, Lobotomie. Also, was gibt's denn da für eine Geschichte? Oh. Hm. Aber kriegt man eine bessere Samenproduktion durch Viagra? Die schlimme Art. Hey, unsere Liste geht ganz schnell. Also, deswegen frage ich mich, warum will sie ihm denn... Also, naja. Gucken wir ihn erstmal an. Gucken wir ihn nicht an. Wir ziehen uns erstmal an. Ich hab schon damals gesagt, der Kater ist einfach schlau. Der weiß genau, warum er sie hasst. Eigentlich ist Viagra nur für Dysfunktion angesehen, man merkt davon kaum was. Ich dachte, es hält dann einfach länger. Entspann dich. Ich nehme seit Jahren die Pille. Nur zu, ruh dich aus. Lassen wir der Zeit ihren Lauf. Und sie ist sich sicher, dass sie davon schwanger wird? Wäre es nicht sinnvoll, ein Wochenende da zu verbringen? Tote Katze? Eines Tages, Mieze. Eines Tages. Also, wir wussten ja, dass sie noch lebt. Deswegen kann das ja gar nicht sein, aber... Ey, Junge, wenn deine Katze jemals weg ist, überfahren oder sonst was... Sie war's. Hundertprozentig war sie's. Dankeschön, Herr Frau Anonym. Dankeschön. Vielen, vielen Dank fürs Subgift. Danke fürs Subgift an Doppeldeckerbus. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Herr Frau Anonym. Dankeschön. Komm mit auf das Viagra- und Fruchtbarkeitsthema seid. Also wenn, dann leben wir das Spiel auch, okay? Oh, hallo Dex. Hallo, hallo.
Okay, was ist mit seinem Handy? Sein Handy. Seine Handy. Schätzchen, je besser ich dich kennenlerne, desto sicherer bin ich. Das Spiel eben nicht, hat er überhaupt keine Schwester. Wir wissen nicht, ob es seine Schwester ist. Das wissen wir nicht. Ich frage mich nur wirklich, was wir vorhaben. Okay, einfach nur noch Sachen holen. Wo bin ich? Hilfe! Da wollte ich... Warte, da? Ach, da. Entschuldigung. Also... Ich hoffe, die Katze wird das alles überleben. Hallo? So. Ich weiß nicht, wie die so lange in der Familie bleibt. Tschö, bitte. Keine Sorge, Schätzchen. Ich komme zurück. Versprochen. Man kann Herrn und Frau anonym nicht giften, das ist gemein. Dann auf den anderen Fuß, vielleicht auf den Kopf. Das ist effizienter. Die hatte eine Krücke, Aces. Die hat einen Stock, aber... Mal angenommen, ich glaube Ihnen, dass Miller unschuldig ist. Was machen wir jetzt und was für Spuren haben wir sonst noch? Schauen wir mal, ob es Faye wirklich gibt. Oder gab. Ich habe das Datum, an dem sie aufgetaucht ist, und den Namen der Firma, wo sie vielleicht einen Wagen gemietet hat. Wollen Sie mir jetzt etwa doch ins Handwerk pfuschen, Ma'am? Hey, ganz langsam hier. Touché, Sheriff. Vertrauen Sie mir, Doktor. Hallo, 8-Eye. War das jetzt echt oder war das das, was sie ihm erzählt hat, wie es hätte ablaufen können? Das konnte ich instinktiv zu deinem Handy geschaut. Nein. Oh, nicht Guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Chat, aber das war's dann für heute, ne? Das war's dann für heute. Wobei, wir sollten das weitermachen, ne? Also, bis wir aufhören können. Ich habe Angst, dass sonst das übersprungen wird. Muss ja mit dem Hund gehen. Claire, geht es Ihnen gut? Möchten Sie... Machen Sie sich um Sie keine Sorgen. Kommen Sie rauf. Ja, weil ich jetzt wirklich, also ich muss, also der Hund, der, also weißt du, der lässt sich nicht verschieben. Mein ins Bett gehen lässt sich verschieben. Meine Tante hat gerade erfahren, was für eine Therapie wir machen und dass es gar nicht so schlecht läuft. Danke. Sie mochte Seelenklempner noch nie, wissen Sie. Sie ist eine ziemlich schlechte Verliererin, aber sie wird's überwinden. Sie hat sich übrigens auch beschwert, dass sie immer zu spät kommen.
Warum haben Sie es ihr gesagt? Ich bin Autor. Kein Konflikt, keine Story. Ich bin so kaputt. Wie mein Drecksack von einem Vater es war. Und ich brauche Hilfe. Aber... aber habe ich diese Hilfe auch wirklich verdient? Hm? Habe ich's nicht verdient? Habe ich nicht verdient, im Knast zu verrotten? Oder in einem Irrenhaus? Oder vielleicht ein... Wäre dieser Lastwagenfahrer nicht aufgetaucht? Ich bin gefährlich. Wäre doch besser für alle. Aufhören jetzt! Mag bei vielen Leuten nicht so aussehen, aber wir sind alle in unserem Innersten kaputt. Und wir alle verdienen Hilfe. Der Sheriff hat's auf mich abgesehen. Kann ich ihm nicht verdenken. Faye, Jenny, Samuel, Esther. Ich glaube Ihnen, Ed. Faye ist kein Hirngespinst. Auch Jenny nicht. Erzählen Sie mir von Faye. Selbst das kleinste Detail könnte helfen. Warum starten wir nicht einfach diese Spirale und ersparen uns meine Lügen? Hm? Wir müssen wissen, woran sie sich erinnern, um herauszufinden, warum sie vergessen. Oh.